Was denn? Wieso hast du immer noch... Verfolgt mich etwa der Wolf? Ah, da bist du. Hi. Ja. Ciao. Da ist auch noch einer. Da, du Kleiner. Würdest du bitte... Ah ja, Entschuldigung. Ich habe ja jetzt ein Schwert, ich bin nicht mehr so schnell. Gut, Entschuldigung der Herr, ich wollte dich nicht stören. Kann ich dir heute behilflich sein? Soldaten haben mir meine Rüstung genommen. Einfach so. Sie haben sich genommen, was sie wollten und mir ein paar Münzen hingeworfen. Und du bittest mich, sie dir zu holen? Ja, zurück zu mir und ohne einen Kratzer. Lol, ohne einen Kratzer? Soll ich die noch polieren? Es wird nicht leicht, aber ich kümmere mich darum. Gut für ihn, dass ich in deiner Schuld. Das kann. Überlass das ruhig mir. So, aber das machen wir dann anders. Ja. Anthusa ist ein schöner Name. Übersetzt bedeutet er die Blühende. Also die Blume. Wie Blumen, die blühen. Ja, ja, klar. Aber voll schön. Cool. Das ist echt ein schöner Name. Griechische Buchstaben sind so cool, ja. Da gibt's so eine richtig coole Doku auf YouTube, also so eine dreiteilige. Da wird die Schrift, also die Entwicklung und Geschichte der Schrift gezeigt. Also der erste Teil geht über, wieso ist hier ein Wolf? Genau, der erste Teil geht über die Antike, der zweite über Mittelalter. Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Mhm. Und dann eben der dritte Teil über die Neuzeit. Und das ist so interessant. So interesting. Ja. Guten Tag. Ihr seht mich nicht? Das ist gut. Wo sind sie? Die Hetären sind nicht hier. Dann bezahlt ihr für die Mühe, die wir haben, sie zu finden. Wir sind friedfertig. Aphrodite, hilf uns! Für wen halten die sich? Ich muss sie aufhalten. Scheiße! Es kam von da drüben. Na komm. Na komm. Ah, ja. Jetzt haben sie mich geschnitten. Die Idioten. Die sind ja richtig gut. Ja, schön. Sehr lustig. Aber ich räume hier mal auf. Mann, ja, also, ja. Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Ja, so. Die dürfen mich schon bemerken. Ups, Entschuldigung, falsche Taste. Wer waren die? Und warum suchten sie nach den Hetären? Ja, schon, komisch, ne? Came aus und let's talk about it. Ah, die
Diese Pflege glauben, der Tempel sei ihnen gewidmet. Die Diebe sind hier aber keine Hetären. Die Hetären? Die sind viel schlauer als wir. Sie bemerkten, dass ihre Besucher alle auf dem Weg zu ihnen ausgeraubt wurden. Den Männern des Hökers entkommt niemand in Korinth. Dann werde ich nach ihnen Ausschau halten. Den Höker. Was für ein bescheuerter Name. ja. Ich werde wachsam sein. Er will Geld, Söldnerin. Und nicht nur das. Auch Macht. Sobald du eines von beiden hast, bist du erledigt. Dann ist der Höker ein Krimineller aus Korinth? Er ist der Herr der Schwarzmärkte. Die eine Hand hält er offen für Geld, die andere umschließt eine Waffe. So regiert er. Er ist ein Monster, das sich von Drachmen und Blut ernährt. Tja, dann besuchen wir ihn mal. Also jagt er die Hetären wegen des Geldes? Genau. Weil die Hetären so viele Drachmen einbringen, will er alles, was sie kontrollieren. Bei denen gibt es für die Räuber mehr als bei uns. Okay. Wenn du die Hetären kennst, dann hast du auch von Antusa gehört. Ich suche sie. Man sagt, sie sei überall. Ich habe sie allerdings noch nie gesehen. Aber die Hetären sehen alles. Sie halten sich beim Pirenebrunnen am Fuße des Berges auf. Dort treffen sie ihre Freier und bringen sie an einen geheimen Ort. Gut. Das nächste Mal solltest du Aphrodite zu Hause anbeten. Ja, gut. Dann gehe ich mal wieder runter. Wobei, nicht ganz runter. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Was ist mit den Wölfen los hier? Hier passen die Wölfe sicher gut auf. Gut, das lief jetzt nicht so besonders gut. Dancing. Da. Super, Tobi. Ja, das ist ja. Ich wusste ja nicht, dass die nochmal angreift. So bei den Low. Nein, bestimmt nicht. Ich bin ganz sicher. Und sie hilft uns? Jeder will etwas. Meine Aufgabe ist es, herauszufinden, wie viel sie dafür zu geben bereit. Dann gehört Korinth wieder uns. Schon bald ist es wieder in den rechtmäßigen Händen. Achso, ja, okay. Ich muss mich gar nicht abschreiben. Ah, also hat uns Cassandra endlich gefunden. Du kennst mich? Und du kennst sie. Das ist Antusa. Wir sahen, wie du den Gläubigen beim Tempel der Aphrodite halfst. Du hast dich als Freundin erwiesen. Hörst du, Ikaros? Ihr Auge ist scharf wie deines. Außerdem ist auch noch jemand für dich eingetreten. Überraschung! Phoebe! Aspasia schickt mich. Ich arbeite jetzt für sie, weißt du noch? Aber wieso hier? Korinth ist nicht sicher. Ich musste Antusa erzählen, dass du kommst. Ich habe ein neues Wort gelernt. Botschafterin. Das bin ich. Und nun haben Cassandra und ich uns getroffen. Siehst du? Ganz einfach. Und jetzt kann ich dir helfen. Ja. Eine Frage. Wie konnten die Hetären das sehen und so schnell hier unten sein? Ich bin ja straight hier hingekommen. Naja, egal. Du solltest nicht hier sein. Jetzt ist keine Zeit dafür. Das wäre sehr gut. Ich weiß nicht. Weil an sich ist es halt schon knifflig, was wir gerade machen. Ja, aber wenn sie da reingezogen wird, wird sie höchstwahrscheinlich sterben. In der Stadt läuft ein ehrloser Mörder frei herum. Du kannst mir nicht einfach so hinterherlaufen wie damals in Kephallenia. Ob Höker oder Zyklop, ich habe es doch auch hierher geschafft, oder? Ja, du findest immer einen Weg. Wir sollten hineingehen, Cassandra. Wir sind nicht die Einzigen mit wachsamen Augen. Komm mit mir. Kann ich mitkommen? Solange du still bist. Verdammt.
Okay, dann kann sie mitkommen. Was ist der Anlass deines Besuchs? Alcibiades erzählte mir von dir. Hat er das? Erzähl weiter. Ich suche nach einer Spartanerin. Sie lief davon, vor langer Zeit. Vielleicht kennst du sie unter dem Namen Myrine. Wer ist das? Sie ist meine Mutter. Deine Mutter? Du hast keine Mutter. Markus meinte, er hätte dich aufgezogen. Was sagte ich noch zum Thema Stillsein? Wollte ich gerade sagen. Verstehe. Wir haben später mehr Zeit für deine Fragen, aber nicht jetzt. Denkst du, echt Filme macht nicht, was sie will, ja. Das ist keine Antwort, also du hast von ihr gehört. Einverstanden, solange du mir am Ende erzählst, was du weißt. Du musst mir vertrauen. Wo ich bin, kommt niemand ohne Glaubwürdigkeit hin. Du hast mein Wort. Und du kannst Cassandra immer vertrauen. Warum gehst du nicht spielen, Phoebe? Lass mich mit Anthusa reden. Wie du meinst. Endlich. Ich schlage einen Handel vor. Hilf mir. Hilf uns, stärker zu werden. Stark genug, um den Höker endgültig loszuwerden. Ein einfacher Handel, sei unbesorgt. Ja. Ich schlage ein. Eine weise Entscheidung, Söldnerin. Ich bin nicht aus Zufall so weit gekommen. Ich weiß, meine Chancen zu ergreifen. Dann sind wir im Geschäft. Nun, hast du vom Höker gehört? Ich habe gehört, er sei gefährlich. Um den mache ich mir keine Sorgen. Ja, eigentlich nicht. Wir haben ja gespeichert, aber trotzdem, wir sind mal ehrlich. Den Gläubigen nachzuurteilen, einer, vor dem ich mich in Acht nehmen sollte. Sie haben recht. Ich bin sicher, seine Opfer bereuen ihre Unachtsamkeit. Mein Blick ist wachsam. Dann hast du dich gut behauptet. Du bist nicht tot. Naja, noch nicht. Er hat genug Schläger für eine kleine Armee. Sie greifen jetzt die Menschen auf der Straße an. Uns eingeschlossen. Er bringt Hetären um? Umbringen? Wir sind zu klug dafür. Aber es muss etwas geschehen, bevor es dazu kommt. Ich bin nicht die Einzige, die Hilfe braucht. Meine Mädchen, Damalis und Irina, auch sie leiden. Wegen des Hökers? Das bezweifle ich nicht. Unternimm etwas gegen ihre Angreifer und dann wird er leiden. Damalis ist dort beim Brunnen. Aber Irina ist im Garten des Bellerophontes. Ja, also wenn seine Schläger so gut sind wie die beim Tempel, habe ich ehrlich gesagt keine großen Sorgen. Was plagt Irina? Sie sucht nach Clio, einer Hetäre, die verschwunden ist. Ich bin leider zu beschäftigt, um bei der Suche zu helfen. Was ich? Hat Damalis erzählt, was los ist? Sie hat nicht viel gesagt, aber ich kenne diese Frauen so gut wie mich selbst. Irgendwas stimmt nicht. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Gut, der Höker füttert seine Schläger mit den Drachmen, die er durch Schmuggel verdient. Hauptsächlich Waffen. Und das ist umso lukrativer nun, da er am Krieg mitverdienen kann. Wenn jemand also die Lieferungen an den Höker unterbricht, hungern seine Männer. Ganz genau. Statte seinem Lagerhaus beim Hafen Lecheon einen Besuch ab und brenn seine Fracht nieder. Alles. Das Chaos erledigt dann den Rest. Okay. Warum raubt er Leute aus, die selbst kaum Drachmen haben, wenn er ein Geschäft hat? Es ist nicht recht, aber es macht reich. Der Schmuggel ist ein Scheingeschäft. Er stiehlt Sklaven, Unschuldige, die du verschonen solltest. Aber seine Schläger sollen brennen. Seine größte Einkommensquelle zu verbrennen klingt, als suche man förmlich Ärger. Ich will doch meine neue Kämpferin vorführen. Außerdem versteht er nur Gewalt und sonst nichts. Ich kenne viele Leute, die diese Sprache sprechen. Dann soll das Lagerhaus brennen. Ja, nice. Das ist mal eine interessante Quest. Gut, mehrere Quests angenommen. Dann würde ich sagen, holen wir uns erstmal die Rüstung. Folge dem Boot. Ah, genau, sprechen mit Irina. Warnhaus abfackeln. Verbessert den Speer.
Das muss ich auch irgendwann machen. Charaktere. Das wollte ich auch irgendwann mal machen. Das klingt interessant. Aufträge, erzwungener Hunger, Schwächung spartanischer. Verflucht ist kalt. Was ist denn jetzt der? Wo ist denn das mit dem mit der Rüstung? Wahrscheinlich hier irgendwo. Nope. Nope. Oh. Ist das das? Warte, mit ihren Waffen und ihren Anzahl und Macht schlägt dann Soldaten, Schmiede und Händler ein und nahmen sich alles, was sie wollten. Manchmal hat dies Konsequenzen. Ja, genau, das ist es. Lücken in der Rüstung. Aber dass das zeitlich begrenzt ist, wusste ich nicht. So, warte, hier oben. Ach, hier habe ich ja doch letztes Mal alle getötet. Das war letztes Mal sehr lustig. Aber wieso sind jetzt wieder alle da? Beziehungsweise alle sind? Okay, ich verbessere mich. Da ist kaum jemand da. Okay. Ja, na dann. Ja, nein. Geh durch. So. Das Geld gehört mir. Genau. Ja, das war's. Warte, wobei? Nee, das ist da unten. Hier habe ich schon alles gelootet eigentlich. So, dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal zum Schmied zurückkehren. Und danach. Und doch. Und danach machen wir wirklich die. Bringst du mir heute gute Nachrichten? Jawohl. Bedien dich ruhig. Hier, das hast du dir verdient. Du bist stark, geschickt und offenbar sehr einfallsreich. Jemanden wie dich kann ich gut auf meinem Schiff brauchen. Was sagst du? Ich wollte schon immer zur See fahren, aber die Götter schienen es mir nicht bestimmt zu haben. Dank dir kann ich jetzt endlich die ganze Welt sehen. Naja, also. Die ganze Welt ist ein bisschen übertrieben. So. Dann schauen wir mal, was er überhaupt kann. Durch. Ja, okay. So schlecht ist aber auch wieder nicht. Was kann die gerade? Das Panzerung, Feuerwiderstand. Naja. Nee, die behalten wir noch. Feuerwiderstand ist eigentlich ganz gut, weil die schießen ja jetzt auch eigentlich nur noch mit Feuer. Das ist so praktisch, dass alle, die wir fragen, schon immer unbedingt auf ein Schiff arbeiten wollten. Ja, ist wirklich praktisch. Eigentlich wollte ich den jetzt nicht anheuern, sondern ein bisschen
Ich wollte eigentlich was verkaufen. Naja. Gut, dann, apropos, ja, jetzt, geht, sprich mit Indamis, die ist am nächsten. Und die ist hier, ja, zum Glück habe ich ja das jetzt ausgewählt. Ich wäre sehr erzürnt, wenn ich dies erst am Schluss gesehen hätte. Entschuldigung. Alter, der hat sich ja mega erschreckt. Erschrocken. So. Oh, das Outfit gefällt mir mega. Aber ist ja auch cool. So, bin doch. Bist du hier, um uns zu helfen, Söldnerin? Du siehst nicht aus wie eine Spionin des Hökers. Ich bin eher gerade heraus. Gibt es hier ein Problem mit dem Höker damals? Möglich. Einer meiner Freier ist anders. Er war vorher ein netter Mann. Aber jetzt ist er böse. In Korinth scheint es nicht mehr viele nette Menschen zu geben. Jemand mit Muskeln muss herausfinden, was hinter der Wandlung steckt. Er ist anders. Er scheint dich zu ängstigen. Er fragt mich Dinge, auf die ich keine Antwort weiß. Über Drachmen, wo wir unser Geld lagern, worin Antusa investiert. Als wären wir Athena-Aristokraten. Könnte Antusa eingreifen? Ich bin nicht naiv. Wenn ich die anderen informiere, wird er sich die als nächstes vornehmen. Tut er vielleicht ohnehin. Klingt, als wolle er antworten. Wie war er denn vorher? Besessen, aber nie bedrohlich. Er fiel im Symposium nie auf, bis er die Drachmen für sich arbeiten ließ. Irgendetwas gab ihm das nötige Selbstbewusstsein. Ich finde heraus, was er dazu zu sagen hat. Wenn er sich nicht hier herumtreibt, ist er in seinem Haus. Ich will, dass das endlich ein Ende hat. In Anwesenheit meines Speers entdecken die Menschen ihre Liebe zur Wahrheit. Ich spreche mit ihm. Die Quest gefällt mir echt gut. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. In der Tat. Entschuldigung. Ach schön. Hast du gerade die nette Dame umgeritten? Pferd. Blötze. Schon wieder mal. Los. Und hier kämpfen die mit den Bären. Das schaffe ich nicht allein! Du da! Verlasse diesen Ort! Wie kannst du es wagen, diesen heiligen Ort zu betreten? Ah! Na los! Was sind das denn für komische Kreuze? Kreuze. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Hilfe. Was sind das für welche? Zeit mir. Lass mich mal den Wolf schneiden, der nervt. Was ist der mal dabei? Ja.
ein bisschen zu lang für mich. Alter. Die macht's auch echt nicht leid. Ja, na endlich, ich habe 3 gebasht. Naja, wenn du brennst, dann musst du dich am Boden rollen, damit es schnell ausgeht. Ah, cool, danke. Hab ich schon wieder vergessen.